Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns ab diesem Video mit Persistenz in .NET beschäftigen. Und als Persistenz bezeichnet man eben das Speichern und Laden von Daten auf nicht flüchtigen Medien, wie zum Beispiel Festplatten oder Magnetbänder oder was auch immer man eben nehmen möchte, aber eben nicht den Arbeitsspeicher, wo eben unsere Objekte standardmäßig liegen. Denn der Arbeitsspeicher wird eben sozusagen, wenn er nicht unter Strom ist, komplett gelöscht, mehr oder weniger. Also man kann den Zustand nicht herstellen, wenn wir den Strom trennen und wiederherstellen, wie das eben bei Festplatten der Fall ist. Und das Üblichste, was man eben macht, ist, dass man eben ins Dateisystem schreibt, also Dateien erstellt und ausliest. Oder man macht eben Datenbankzugriffe, wobei letzteres deutlich häufiger passiert. Es ist auch üblich teilweise heutzutage natürlich, dass Daten über Internet an die entsprechenden Gegenstellen übertragen werden und dort dann intern gespeichert werden. Letztendlich ist da dahinter aber auch nichts anderes als das Dateisystem oder eine Datenbank, wo das letztendlich landet im Normalfall. Also obwohl wir quasi mit einem Internetservice sprechen, wird er intern auch nichts anderes machen als das, was wir hier erwarten. Okay, aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit Dateizugriffen und dazu machen wir jetzt erstmal uns einen kurzen Überblick, was heißt es denn überhaupt unter Windows jetzt auf Dateien zuzugreifen. Und der Punkt ist, dass wir auf unserer Applikationsebene nicht direkt auf das Speichermedium zugreifen können und sagen, okay, ich möchte jetzt an Speicherstelle 1028 die folgenden Bytes schreiben. Das geht so direkt nicht. Das ist hier eben durch diesen linken Pfeil angedeutet, der auch durchgestrichen ist. Denn auf Speichermedien wie Festplatten oder USB-Sticks oder andere Sachen greift man eben zu über das Betriebssystem. Das heißt, man holt sich über das Betriebssystem ein sogenanntes Datei-Handle. Das ist sozusagen eine native Ressource, die Windows an uns bereitstellt. Und dieses Datei-Handle ist einerseits ein Identifier, der eben sagt, okay, für diese Datei hat diese Applikation jetzt Zugriff. Und wir können dann eben über die Angabe dieses Datei-Handles dann auch dem Betriebssystem mitteilen, hey, bitte schreib mal hier diese Bytes zum Beispiel in diese Datei. Oder lies mir die Bytes, die von da bis da in dieser Datei stehen, aus und gib sie mir zurück. Andererseits regelt das Datei-Handle auch den Zugriff für andere Prozesse, die vielleicht ebenfalls auf diese Datei zugreifen wollen. Dürfen diese lesen zugreifen? Dürfen diese schreiben zugreifen? Ist überhaupt ein Zugriff erlaubt, während ich gerade mit dieser Datei arbeite? Und wenn wir uns das vorstellen, dann ist ein Speichermedium jetzt endlich nichts anderes als eine riesige Anzahl an Bits. Und das Dateisystem selber wird aber vom Betriebssystem bereitgestellt. Und deswegen gehen wir quasi auch in unserer Applikationssicht aus über das Betriebssystem, um etwas auf Festplatten beispielsweise zu schreiben. Wichtig, dieses Datei-Handle ist eine native Ressource. Sobald wir es nicht mehr brauchen, sollten wir es freigeben. Dazu komme ich später nochmal. Da kommt jetzt nämlich das Interface iDisposable, was ich schon in vorherigen Videos angesprochen habe, auch zum Tragen. Nichtsdestotrotz gehen wir nochmal kurz hier in dieses Schaubild rein im Skript und sehen uns eben an, was kann ich denn überhaupt in Dateien reinschreiben? Wir können ganz einfach Byte Arrays nehmen und die in Dateien reinschreiben. Wie gesagt, Festplatten sind ja nichts anderes als eine relativ große Ansammlung an Bits. Und die können wir dann eben auch einfach nach unseren Wünschen eben mit den entsprechenden Werten ausstatten. Also wir können direkt ein Byte Array nehmen und einfach sagen, bitte schreib mir das in diese Datei. Wir können natürlich auch Textdateien einsetzen. Das ist der zweite Punkt, die zweite Dateiart, die sehr häufig eben gesehen wird, dass wir eben Textdateien haben, die vom Menschen lesbar sind, wenn wir sie öffnen. Das ist aber ein relativ schwammiger Begriff. Auch diese
Bit-Dateien können wir nämlich lesen, eben wenn wir beispielsweise einen Hexadezimal-Dump machen, dann können wir auch lesen, was da drin steht. Es ist bloß nicht so leicht für uns verständlich, weil wir eben die einzelnen Bits noch interpretieren müssen und dazu müssen wir deutlich mehr kognitive Leistung aufbringen, als wenn wir einfach Text lesen, was wir eben auch von anderen Medien wie Büchern beispielsweise sehr einfach kennen und das schon gelernt haben. Nichtsdestotrotz, wenn wir eben einen String haben, dann wird dieser String in eine Datei reingeschrieben, indem er auch in ein bestimmtes Byte-Format gebracht wird. Und dieses Byte-Format stellt eben jeden einzelnen Buchstaben in einer festen Codierung dar. Und dadurch kann dann zum Beispiel ein Programm wie unser geliebtes Notepad diese Zeichen ganz einfach interpretieren. Also wir sehen auch, Textdateien sind nichts anderes als normale Binärdateien, nur dass diese Daten, die da drin stehen, eben in einem bestimmten Format sind, das von einem von Notepad oder anderen Editoren eben gelesen werden kann, beispielsweise. Oder Visual Studio kann man auch dazu einsetzen, um Textdateien zu öffnen. Ja, dann kommen wir zum Punkt, wie kriege ich denn einen Text in ein Byte-Format, das passt. Dafür gibt es gängige Encodings. Üblicherweise benutzt man das UTF-Format, das heißt in der Langform Unicode Transformation Formats. Da gibt es eben unterschiedliche Standards. Das sind hier die üblichen UTF-16. Das ist auch die Standardcodierung, wie Strings intern im Speicher von C-Sharp abgelegt werden. Das sind eben ein Zeichen kann durch zwei Bytes oder mehrere zwei Bytes, also Wörter sagt man eben üblicherweise, durch ein oder mehrere Wörter abgebildet werden. Und das kann man sich auch gleich mal merken, die Zeichen oder die unterschiedlichen Zeichen in diesem UTF-Format sind eben im Normalfall unterschiedlicher Länge. Also bloß weil hier jetzt 16 steht, heißt das nicht, dass ein Zeichen immer 16 Bit hat. Es ist einfach bloß ein Vielfaches von 16. UTF-8 ist auch der gängigste Webstandard, also fast alle HTML-Sachen, die Sie von Web-Services zurückbekommen, sind im UTF-8-Format, ist auch das Standardformat für XML, wie wir später sehen werden. UTF-32, UTF-7 wird jetzt meinen Kenntnissen nach eher selten eingesetzt. Aber haben bestimmt auch ihre Berechtigung. Die sind mir bloß in meiner Programmierkarriere wahrscheinlich noch nicht so über den Weg gelaufen. Das, was ich eben am häufigsten gesehen habe, UTF-16, UTF-8. Dann gibt es natürlich auch noch ASCII. Das gute alte ASCII wird heutzutage nicht mehr eingesetzt. Keine Umlaute, keine Schriftzeichen, die aus anderen Kulturen kommen, Chinesisch, Arabisch, Kyrillisch und so weiter. Was wir da eben alles an zusätzlichen Zeichen haben, die sind durch ASCII natürlich nicht abgedeckt. Also die ASCII-Entwickler haben wahrscheinlich erstmal grundsätzlich bloß an Englisch gedacht. Das ist ja relativ gut abgebildet, aber sobald es schon zum kommt, wird es schwierig. Deswegen würde ich Ihnen auch nicht empfehlen, dass Sie ASCII nehmen, außer Sie machen natürlich Konsolenapplikationen wie wir. Da ist nämlich ASCII das Standard-Encoding für die Konsole. Aber das haben wir ja auch in Übung 2 schon gesehen. Oder Übung 3 war es, glaube ich, wie man das ändern kann. Da muss man eben console.encoding diese Property ändern. Ja, und wir müssen uns auch als Entwickler nicht wirklich Gedanken machen über diese Encodings, denn es gibt Klassen, die eben in .NET bereits enthalten sind, die eben diese eben genannten Sachen abdecken. Wir haben ASCII-Encoding, wer es unbedingt haben möchte. Ansonsten hier UTF-8. Unicode-Encoding ist eben UTF-16, UTF-32, UTF-7. Und alle diese Klassen leiten von der abstrakten Klasse Encoding ab. Und das ist eben die Klasse, die Sie auch einsetzen können, wenn Sie von einem Encoding abstrahieren sollen. Also was weiß ich, die typischen Sachen, die man mit Encoding macht, ist eben, ich habe hier einen String, bitte gib mir mal die Bytes zu diesem Format eben zurück. Oder ich habe hier eben ein Byte-Format in UTF-8, bitte gib mir da mal einen Unicode-String zurück. Das sind so die üblichen Sachen, die man mit Encoding macht.
Tatsächlich setzt man das als Entwickler aber eher sehr, sehr selten ein, weil es eben andere Klassen im .NET Framework auch gibt, die das für uns automatisch mitmachen, wenn wir ihnen das entsprechende Encoding mitgeben. Aber Sie können zumindest mal im Hinterkopf behalten, es gibt diese Encoding-Klassen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos, denn im nächsten Video werden wir dann jetzt langsam uns mal die Klassen anschauen, mit denen wir relativ einfach Dateizugriffe machen können, in der Form eben, dass wir sagen können, okay, mach die Datei auf, hol mir alles raus, was da drin steht, egal ob als String oder als Byte Array, und dann mach die Datei wieder zu oder eben das analog umgekehrte mit Schreiben. Und das schauen wir uns im nächsten Video an. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald.